Willkommen zu einem weiteren Guide mit Enshrouded Design Tipps. Ich habe euch hier verschiedene Tipps aus verschiedenen Zeiten des Bauens sozusagen zusammengefügt. Als erstes schauen wir uns mal an, was wir mit Baublöcken und Dachblöcken bei den Fenstern machen können. Wir haben einmal hier die ganz normalen gebrannten Ziegel drumherum gesetzt und das macht schon ein bisschen was her, wenn man da alleine das tut, ne? Wenn man das einfach austauscht. Das ist übrigens ganz wichtig, wenn ihr das mit den Dachziegeln machen wollt, dann benötigt ihr hier aus der obersten Reihe, aus dieser 1-Meter-Reihe, diesen kleinen Dachziegel hier an der zweiten Stelle. Und dann kann man hier entsprechend das raufsetzen. Ich zeige euch das jetzt mal an diesem Beispiel hier. Du fängst oben an hier mit 2 Ziegeln, dann setzt du die anderen einfach daneben. So schräg versetzt. Dann habe ich einfach noch sozusagen einen davor gesetzt hier unten. Dann hast du so eine Art, ja, weiß ich nicht, Dachrinne da nochmal. Ja, ist eine Dachrinne, aber sieht einfach witzig aus. Was man auch machen kann, hier unten einen Steinzaun einfach davor gesetzt. Also ich mache es jetzt hier auch nochmal. Das kann man direkt hier ranschieben und ja, hat dann einfach nochmal irgendwie eine andere Verzierung. Ne? Man könnte dann natürlich auch das komplett hier weiterziehen. So, einmal ums Haus rum oder so. Wäre auch möglich. Dieses Fenster hier ist entstanden mit dem normalen Holzblock, den ich auch drüben im Haus benutzt habe, und dem Strohdach. Und man muss einfach ein bisschen experimentieren, was passiert, wenn ich wo welche Teile ansetze. Aber das Prinzip bei diesem Dach hier ist das gleiche wie bei dem, nur dass ich hier oben nochmal 2 davor gesetzt habe. Ne? Dann springt das weiter vor. Also 2 so Spitzen. Das hier ist der Ziegelsteinblock. Steinziegeldachblock. Okay. Genau, da habe ich jetzt sonst nichts verändert. Es ist ja immer abhängig davon, wie dein Geschmack ist, was dir gefällt. Das ist hier der geteerte Stroh, das geteerte Strohdach. Dieses hier, geteerter Strohdachblock. Ja, abhängig davon, in welchem Stil man bauen will. Dann haben wir hier ein ganz schlichtes Teil. Das habe ich gebaut hier mit dem Pflanzenfaserdachblock und da habe ich einfach nur diese Teile aneinander gesetzt. Ja. Wenn man es etwas schlichter will. Hier haben wir dann schon die Sachen, die man am Anfang leider nicht hat. Das hier ist der Brunnenblock. Da habe ich einfach das Fenster mit diesem Brunnenblock eingefasst. Finde ich auch sehr schön. Und hier an der Seite 3 und oben 2 rausgenommen. Und hier habe ich den Palmenblock genommen. Das sind natürlich Sachen, die hast du erst später im Spiel. Und natürlich kann man das auch immer mit anderen Fenstern kombinieren. Und wo ist der Palmenblock? Hier, Palmenholzblock. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich setze da noch mal ein bisschen was davor. So, oder vielleicht noch mal komplett darüber. Huch. Ja. Also so hat man dann einfach schon mal ein schönes anderes Design. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wir gehen mal hier vorne zu dem Fenster. Schon bald keine Fenster mehr. Und zwar mit dem geteerten, halt, falsch, wir müssen da wieder hin. Mit dem geteerten Ziegeldachblock. Da können wir 2 oben hinsetzen. Und wenn wir jetzt hier an die Seite einsetzen, dann kriegen wir so ein, ja, ich finde, das sieht aus wie ein Wikingerhaus oder so, ne? Oder ja, irgendwie so ein Zwergenhaus-Design. Und das geht super einfach zu bauen und macht richtig was her. Also es passt sogar zu dem Stein, den wir hier ausgewählt haben. Ja, also das ist natürlich schon eine ganz schicke Sache auch. Was man auch machen kann, ist
Man nimmt Regalbretter und setzt die auch noch. Das passt jetzt hier nicht, weil hier schon was anderes ist, aber man kann das natürlich auch noch davor setzen. Und das insbesondere, ihr seht, ich habe mich hier für ganz schlichte Dachziegel entschieden, weil ich dachte, das passt zu diesem Haus einfach am besten. Und man kann zum Beispiel jetzt so ein Regal nehmen, Regalbretter nehmen und kann die hier davor setzen als Fensterbank. Und gleichzeitig hast du natürlich die Möglichkeit, dann Dinge da drauf auch abzustellen. Und es gibt ja immer mehrere Varianten von den Regalen zum Beispiel. Ja, dann wollte ich euch noch zeigen, das habe ich einmal ausprobiert schon. Ich dachte, hier über der Bank braucht es einen Sonnenschirm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie bauen wir einen Sonnenschirm? Also das sind jetzt einfach mal die normalen, in dem Fall habe ich genommen die Fachwerkblöcke. Das kleinste Element habe ich dafür genommen, habe das entsprechend hochgezogen. Aus den Dächern, ein Strohdach nehme ich jetzt, setze hier zwei dieser Strohdachelemente übereinander und fange dann an und setze an die Seite darunter jeweils. Sozusagen da so rein muss das gehen. Bau das hier mal ab. So. Dann geht es hier weiter. Und diese Seite natürlich auch. Und hier auch noch. Ich musste hier die Büsche wegnehmen, damit ich überhaupt was sehe. So. Und jetzt, gut, da fehlt jeweils noch einer, denke ich. Und jetzt kannst du aber hingehen und kannst in den Zwischenraum auch noch so etwas setzen. Genau hier in die Mitte setzt du jetzt auch noch diese Elemente rein. Und so hast du einen richtig schönen Sonnenschirm. Hier habe ich eine offene Schmiedestelle für den Schmied gebaut. Und ihr könnt aber diese Methode natürlich auch nutzen, um einen richtig schönen Kamin mit einem offenen Feuer drin zu bauen. Jetzt stellen wir da eine der Feuerschalen rein. Vielleicht sogar zu tief. Holen wir nochmal raus und setzen da nochmal unten Steine rein. So, und wenn wir jetzt, dachte ich mir, so ein Ziegelofen bauen. So ein Schmied braucht doch eine richtige Esse. Oder? So richtig Feuer unterm freien Himmel. Den bestehenden Kamin im Haus wollte ich dann entsprechend auch umbauen und habe erstmal nach den Maßen geguckt. Lass uns das hier mal rausnehmen. Vom Fußboden ausgehend habe ich dann noch zwei Lagen rausgenommen. So, und jetzt setzen wir im Prinzip die Steine wieder davor. Ich möchte mal experimentieren mit dem Palmsteinblock. So, jetzt könnte man hier oben zum Beispiel komplett zumachen. Hier auf der linken Seite wollte er einfach nicht diesen schönen Abschluss machen, wie man ihn auf der rechten Seite sieht. Nee. Es lässt sich leider nicht drehen. Also wenn einer von euch weiß, wie ich das hinkriege, dass da auch dieses Element ist, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich finde zum Beispiel, dass das ein ganz schöner Kamin ist. Guck, so.
Oder hier unten wohnt jetzt der Alchemist. Also es ist alles Work in Progress natürlich. Ja, der hat sich so ein bisschen den schwarzen Künsten verschworen und manchmal gehen die Sachen auch schief. Und der hat hier auch einen Kamin bekommen, wo er ein, was auch immer, geartetes Süppchen kochen kann. Ich habe dann noch etwas ausprobiert, was ich im Internet gesehen habe, und zwar mit diesem Schmelztiegel bzw. mit der Badewanne praktisch Blumentöpfe herzustellen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass die Pflanzen jeweils 2 tief Blumenerde benötigen, damit sie wachsen und nicht einfach verschwinden. Und das ist natürlich ein bisschen tricky hier reinzugeben. Du kannst entweder, so wie ich das jetzt hier gerade mache, so versuchen, das einzeln einzufüllen, oder du nimmst den größeren Landschaftsblock ganz rechts in der Liste und entfernst dann hinterher das, was übersteht. Beide Methoden funktionieren. Und es sieht am Anfang etwas eigenartig aus, aber im Endeffekt, wenn dann die Pflanzen gewachsen sind, sieht es ganz gut aus. Das Gleiche habe ich dann mit so einer Badewanne gemacht, habe sie ordentlich gefüllt mit Blumenerde, die ich dann hinterher wieder entfernt habe, wo sie übergestanden hat. Mit ein bisschen Ausprobieren kann man dann 2 bis 3 Pflanzen da reinsetzen. Da ist unsere Badewanne mit Blümchen drin. Gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist der Topf, das wird funktionieren, weil hier drüben beim Schmied, da schaut das nämlich schon ganz gut aus mit dem Blumentopf. Ja. Und was haben wir hier beim Schmied? Das war ein Element, das stand hier schon. Also dieses Tor und diese Mauer hier, die stand hier schon. Und ich habe dann da ein bisschen angebaut, habe hier diesen Vorhof gebaut. Und da es der Schmied ist, gibt es natürlich schmiedeeiserne Zäune hier. Dann das Gebäude selber. Da habe ich für das Grüne hier, das ist der Brunnenblock, den finde ich wirklich sehr schön. Und hier drin haben wir ja den sozusagen das offene Feuer, Schmiedefeuer. Dann natürlich die anderen Materialien, die er braucht. Und hier ist sein privater Bereich mit einem Bett. Die Fenster sind eben auch gerahmt mit dem Brunnenblock. Da gehen wir gleich nochmal von außen gucken. Und ja, eine kleine Sitzecke hier, noch ganz bescheiden alles. Und von außen habe ich ihm aus den einfachen Fenstern Fensterläden eingesetzt. Von außen habe ich hier die Fenster so schräg reingesetzt, sodass das ausschaut, als wären die sozusagen geöffnet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr Ideen oder Fragen? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Da freue ich mich immer sehr drüber. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.